Hallo und herzlich willkommen zu diesem Schlachtkommentar. Heute mit Empire Total War und natürlich mir, dem Mr. Veral. Hallo Leute! Die Map ist Kuba und das Budget ist groß. Ich spiele Schweden, mein Gegner spielt die Franzosen. Und dann würde ich mal direkt zur Armeeaufstellung kommen. Und zwar habe ich einmal Leibwache des Generals. Viermal Schützen. Viermal Linieninfanterie. Zweimal überlegene Linieninfanterie und zweimal Leibwache zu Fuß. Und dann habe ich noch zweimal HK Perlita und zweimal berittene Leibwache. Mein Gegner hat Leibwache des Generals. Dann hat er zweimal Tirailleurs, die hier stehen. Und zweimal Chasseurs à pied, die ebenfalls hier stehen, die ich jetzt einfach noch nicht sehen kann. Dann hat er 8 Einheiten Linieninfanterie, 2 Einheiten Maison du Roi und 5-mal Carabinier. Und dann würde ich direkt mal auf Vorlauf lassen. Und so wie ihr seht, habe ich meine Truppen gespalten. Hier sind 2 Kavallerieeinheiten und 3 Linieninfanteristen mit einem Schützen. Und dann ist der Rest hier drüben. Aus diesem Grund, da ich versuche... Sorry, ich bin jetzt gerade aufgestanden und ich mache jetzt das Kommentar hier noch. Auf jeden Fall haben wir hier dann die Truppen, das Hauptkontingent, sage ich jetzt mal, um meinem Feind die Flanke sozusagen aufzubrechen. Danach kann dieses Kontingent in die Flanke vorrücken und alles vernichten. Dazu müsste man sagen, dass die Schweden eine sehr starke Armee hatten zur Zeit der napoleonischen Kriege und nachher halt nicht mehr so, aber im Mittelalter vor allen Dingen waren die Schweden extrem stark. Und auch unter Karl dem 8. hatten die Schweden eine große Streitmacht, von dem her ist das eigentlich passend zu der Zeit, wo Napoleon Empire spielt. Und darum sind die Schweden ja auch ein extrem empfehlenswertes Volk. Also wenn ihr ein paar Jahre habt, wenn ihr ein paar Jahre spielt, versucht mal die Schweden aus, macht Bock und ist geil. Das zum ersten und zum zweiten. Ich lasse das jetzt hier einfach durchlaufen. Das ist ein bisschen eine Aufstellungsphase gerade. Ich habe jetzt hier meine Truppen formiert, mein zweites Kontingent. Und hier ziehe ich die Kavallerie noch rüber, weil er die gesamte Kavallerie auf der rechten Flanke hat. Boah, links rechts Schwäche oder wie? Und hier ziehe ich auch nochmal meine Infanterie ein bisschen vor mit meinem General, obwohl, ja, der General ist halt nichts wert in Empire, aber das ist halt eine zusätzliche Kavallerieeinheit. Aber was ist denn jetzt los, ey? Oh, nur noch am Gähnen. Nein, aber dann seht ihr jetzt hier die ersten Truppen des Feindes, die sich mir gegenüber aufstellen und hier rücke ich schon ein bisschen aus dem Wald raus. Dann kann ich mal zurückgehen und so aus dem Vorlauf hinaus. Und dann wollte ich noch etwas ankündigen. Und zwar sind es, glaube ich, nicht mehr lange. Ich glaube, es sind noch 1 bis 2 Wochen. Und dann kommt der neue Total War Ableger Total War Attila raus. Und ich werde versuchen, dann so früh als möglich einen Schlachtkommentar rauszuhauen. Vom neuen Total War. Ich habe es aber auch schon vorbestellt. Also da ist alles in Butter. Und ja, ich hoffe nur, ohne Scheiß, dass es nicht wieder so wird wie in Rome 2. Denn ich hatte da immer das Problem mit der Moral. Ich konnte die Schlacht total dominieren, konnte die Schlacht total am Gewinn sein. Mit 5-facher Überlegenheit und plötzlich habe ich einfach die Massenpanik bekommen. Aber um das soll es jetzt nicht gehen, sondern jetzt hier um dieses Gameplay. Jetzt habe ich mich hier aufgestellt außerhalb des Waldes und meine... Schützen geben mir die erste Salve des gesamten Spiels ab oder der gesamten Schlacht. So, dann wird es auch hier drüben gleich zum Kampf kommen. Wohl gleich, ja doch, gleich, ja, ich hab's nicht übertrieben. Auf jeden Fall werden jetzt hier auch hier diese Soldaten die ersten Salven fangen, hier die Tirailleurs und Chasseurs à pied. Ich habe schon ordentlich an Verluste eingefahren, von dem her. Und zack, haben die auch noch so Salve gefangen hier drüben.
Ich werde jetzt dann auch gleich diese Infanterie noch zurückziehen, um sie vor Querschlägern zu schützen. Einfach, damit sie nicht so viele Verluste durch die Plänkler erhalten, bevor das sie überhaupt irgendwas gemacht haben, hier meine Linieninfanteristen. Und die hier drüben einfach eigentlich munter weiter auf die feindliche Carabiniers feuern. Und meine Infanterie hier hinten sich noch einen Abfall abchillt. Also, ihr seht jetzt den Rückzug meiner Infanterie. Die sollte jetzt eigentlich nicht mehr allzu viele Verluste bekommen durch die Linieninfanteristen. Und drüben habe ich noch dasselbe abgegeben, der Feind zieht sich jetzt zurück. Ich formiere mich neu und will mich jetzt um diese drei Linieninfanterieeinheiten kümmern. Während meine gesamte Kavallerie auf rechts außen sich aufstellt. Um den Feind hier ein paar auf die Schnauze zu hauen. Wenn sich auch hier meine Schützen mal um die feindliche Linieninfanterie kümmern, die schon fast 10 Mann Verluste haben. Also ist das auf jeden Fall lohnenswert. Diese Schützen ziehe ich jetzt dann gleich zurück. Aus der Reichweite der feindlichen Infanterie. Oder Schützen zumindest. Und dann sehen wir hier, dass der Feind mich ebenfalls versucht zu flankieren. Mit seinen Maison du Roi. Und seiner Einheit Linieninfanterie. So, da rücke ich jetzt noch weiter vor. Und gleich wird dann auch der Kavallerieangriff vonstatten gehen. Wie ihr gleich hier seht. Aber erst noch hier drüben. Seht ihr jetzt, dass hier weiter munter gefeuert wird. Und hier klappe ich jetzt bei der Flanke ein, dass ich trotzdem noch im offenen Linienkampf gegen meinen Feind kämpfen kann. Von mit meiner Überlegenen und Leibwache zu Fuß, also mit meinen beiden Elite-Infanteristen. Hier greife ich die Kavallerie an, zweimal mit HK Pelita, um hier den Feind zu binden und danach ihm in die Flanke fallen zu können. Hier sehen wir die Kavallerie, also die Carabinier. Ich muss jetzt sofort meine Schützen zurückziehen, und zwar möglichst hinter meine Linieninfanterie, dass die Kavallerie abfangen können, was auch klappen wird, weil die kassieren jetzt die Salben. Und jetzt ein großer, sage ich jetzt mal nicht Nachteil, aber ist, dass ich halt hier jetzt das Karree nicht bilden konnte. Das wird aber nicht so entscheidend sein, denn meine Infanterie schafft es trotzdem, wie ihr jetzt hier seht. Sie formt sich doch noch ins Karree und der Feind flieht. Während hier zwei Einheiten gegen drei kämpfen und hier zwei gegen eine. Das hat er nicht ganz geschickt gelöst. Er hat es klugerweise 2 gegen 2 oder 5 gegen 2 sogar aufgeteilt. Und in der Infanterieeinheit in den Weg geworfen. Hier stellen sich nun meine Schützen wieder auf. Und meine Linieninfanterie hat nun noch ein paar Schüsse auf die flüchtenden Carabinier abgegeben. Während sich hier jetzt dann gleich der Linienkampf nicht aus... Also, besser gesagt, er kommt halt mit seinen Chasseurs Rapier nahe. Die werden dann gleich die erste Salve gegen meine Linie kassieren. Hier werde ich dann gleich diese querstellen, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe das Gameplay erst gestern erspielt, gestern Morgen. Und dann hatte ich leider keine Zeit mehr, um was aufzunehmen, was Gescheites. Jetzt stellt er hier seine Linieninfanterie auf. Und dann kommt es hier drüben weiterhin zum Linienkampf. Ich habe nun nachher mit auch mit meiner Kavallerie angegriffen. In die Linieninfanterie und schießt da halt noch weiter rein. Frame Drops. Okay, ich werde kurz gucken, warum ich Frame Drops habe, und dann geht es direkt weiter. Sorry. Ja, dann bis nachher. So, dann geht's weiter. Hier hat nun doch der Linienkampf begonnen mit einer Überzahl meines Feindes und die ersten Schützen von mir fliehen. Und hier beginnt auch schon eine meiner Kavallerieeinheiten gleich zu fliehen, da ich hier halt reingeballert habe. Aber ich glaube, es sind noch HK Pelita, genau. Und dann geht es schon los. Also bis jetzt halt weiter.
Ich weiß nicht, was sie mit auf sich hat, aber irgendwie werden sich die Entwickler schon was dabei gedacht haben, dass die Elisa in Händen so komisch schießen. Nun ziehe ich hier diese berittene Leibwache weiter. Und greife, glaube ich, jetzt da gleich diese Einheit hier an. Während ich hier drüben mit dieser Einheit schon hier reinballern kann. Bam. Habe ich auch noch mal eine Salve kassiert. Und auch diese Linieninfanterieeinheit hat schon ein Ziel gefunden. Wir werden hier die Maison du Roi weiterhin auf meiner Flanke Druck machen. Versuche ich hier noch die letzten Einheiten von die letzte Linieninfanterieeinheit hier noch gegen meine Truppenkämpfe zu vernichten. Und hier drüben stellt sich direkt die Linieninfanterieeinheit auf. Hier flieht schon wieder einer meiner Kavallerieeinheiten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kavallerieeinheiten in Empire Total War nicht extrem geeignet sind, um die Infanterie zu vernichten. Hier haben diese auch schon das Feuer eröffnet. Die überlegene schwedische Linieninfanterie. Und auch die Leibwache zu Fuß steht hier einfach noch rum, chillt so ein bisschen. Die hocken hier mitten in der Flussbahn und laden nach. Also da ist doch einiges im Gange hier. Und diese Truppen können nun auch schon da Flankenfeuer geben. Diese Einheiten werde ich dann gleich abziehen, da ich sehe, dass sie hier das Karree geformt haben. Während hier nun der Linienkampf ausgebrochen ist. Und ziehe diese Linieninfanterieeinheit hier nach, um den Feind hier in den Rücken zu schießen. Und diese werden jetzt dann gleich hier aufgestellt, um diese Linieninfanterieeinheit da zu vernichten. Die Kavallerie wird hier irgendwie ein bisschen vom Karree aufgehalten, was ziemlich scheiße ist. Und hier bricht der Nahkampf aus. Also dieses Kontingent hier muss einfach aushalten. Das darf auch aus ein paar Elite-Einheiten bestehen. Es muss einfach aushalten und es darf nicht einfach überrannt werden. Da müsst ihr wirklich drauf acht geben. Jetzt ziehe ich mit meinen berittenen Leibwachen in den Rücken der feindlichen Kavallerie. Infanterie meine ich natürlich. Während ich hier meine überlegene Linieninfanterie und die Linieninfanterie in den Rücken des Feindes stelle. Wie ihr es hier sehen könnt. Und die Kavallerie ist natürlich hier in den Nahkampf gegangen. Das führt direkt zur Flucht dieser Linieninfanterie und diese flieht mit. Während hier die Leibwache zu Fuß und die überlegene Linieninfanterie niedergeschossen werden. Was natürlich ein Opfer ist, das wir hier für diese Schlacht bringen müssen. Während ich jetzt hier auf der Flanke den Feind vernichtet habe, da hat er wirklich zu wenig Acht drauf gegeben, kann ich jetzt alle Truppen in die Mitte ziehen. Und im Linienkampf die Oberhand gewinnen mit meiner numerischen Überlegenheit. Hier ziehe ich direkt diese Einheiten um. Diese Einheit hat sich schon umgestellt und steht nun direkt dem Feind gegenüber. Die Kavallerie versucht hier noch den feindlichen General zum Fliehen zu bringen. Und diese zwei Truppen ziehe ich jetzt auch noch nach. Und hier hinten habe ich auch sogar auch noch Leibwache und Schützen. Also das wird jetzt dann gleich alles hier gegen die letzten vier verbleibenden Linieninfanteristen geworfen. Und diese Linieninfanterie ist so ein bisschen die Nachhut. Die fängt alles ab, was mir hinterher kommt. Oder beschäftigt es zumindest. Da flieht leider meine Leibwache zu Fuß und die überlegene Linieninfanterie, aber das ist nicht schlimm. So, das können wir eigentlich direkt im Schnellvorlauf mal machen. Ich stelle mich jetzt da halt auf, oder im schnellen Vorlauf. Ich stelle mich da auf, da gibt es noch einen Nahkampf und da gibt es noch ein Feuergefecht. Sonst gibt es jetzt eigentlich gar nichts. Meine Linieninfanterie flieht, er charge mit seinem General in meine Linieninfanterie, dann doch nicht, er geht wieder davon. Und jetzt kommt das Spannende. Hier bricht das Liniengefecht aus. Zwischen meinen Linieninfanteristen da und meinen Schützen. Ich habe immer noch die numerische Überlegenheit und ziehe jetzt diese Einheiten so um die Flanke herum. Wenn diese zwei Einheiten hier drüber, hier ganz rundherum marschieren sollten. Und die Schützen ziehe ich jetzt dann gleich hier vor die Linieninfanterieeinheiten.
Da wird meine Linieninfanterie gerade ziemlich zusammengeschossen, die sich jetzt hier neu formiert, um den Maison du Roi entgegenzutreten. Der feindliche General flieht, ist glaube ich sogar gestorben in dieser, in diesem Kampf oder in diesem Gefecht. Ja. Feindlicher General getötet. So. Haben wir das auch gemacht. Und dann kommen jetzt hier meine überlegenen schwedischen Infanteristen und stellen sich im Rücken des Feindes auf. Ohne Witz, man sieht nichts mit dem Scheißregen. Hier seht ihr, dass die Schützen jetzt vor die Infanteristen marschieren. Und diese will ich jetzt dann gleich da vorne noch aufstellen, um die Linieninfanterie zu unterstützen. Aber die flieht vorher noch. Bevor dass die Leibwache zu Fuß eintrifft, fliegt die Linieninfanterie. Hier, so. Und diese Truppen können den jetzt in den Rücken schießen hier, und darauf stehen die Franzosen gar nicht, denn die fliehen jetzt dann gleich. Diese Einheit flieht schon. Jetzt gibt es den Nahkampf. Wenn ich mich... Ah nein, sie bleiben stehen, doch nicht. Und ich stelle mich da vorne auf. Sie stellen sich hier auf. Der einzige Vorteil, den ich habe, ist, ich muss nicht nachladen. Und hier, diese Einheit wird einfach zusammengeschossen durch diesen Kessel, der sich hier gebildet hat, und flieht. Jetzt stelle ich hier diese Einheit noch um. Und ziehe die Schützen ziehe ich in den Nahkampf, um den Feind vom Feuern abzuhalten. Ich habe schon wieder Frame Drops. Kann es sein, dass das am Regen liegt? Okay, das ist komisch. Das ist sehr komisch. Also, auf jeden Fall ziehe ich jetzt hier die Einheiten nach. So, jetzt bin ich hier im Nahkampf mit den Schützen, um den Feind vom Feuern abzuhalten. Das ist mir scheißegal, ob die drauf gehen oder nicht. Aber es bringt sie, es hält sie vom Feuern ab, dass diese zwei Einheiten Schüsse abgeben können, ohne Verluste zu erleiden. Und der Feind hat sogar vorhin gewankt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Darum ziehe ich jetzt hier direkt die zweiten Schützen noch mit rein. Aber das muss ich gar nicht mehr, da der Feind flieht. Der Feind ist besiegt, die Franzosen in die Flucht geschlagen. Mit einem geschickten und gut ausgeführten Flankenmanöver, will ich mal sagen. Und ja, das ist wirklich eine gute Taktik. Versteckt am Anfang ein paar Einheiten in einem Wald. Stellt euch dann quer zu eurem Spawn auf, dass ihr die feindliche Flanke öffnet und versucht dann rein zu rennen. Und versucht auch die Kavallerie geschickt einzusetzen. Also erst die feindliche Kavallerie ausschalten, dann Infanterie. Nicht Infanterie, weil da macht die mehr Verluste als gegen die feindliche Kavallerie allenfalls. Und habt keine Angst, Linienoffensive einzusetzen, als ich es jetzt in diesem Gameplay getan habe. Aber trotzdem, ciao Leute und bis zum nächsten Mal mit mir, dem Mr. Beral.